Die Aragoner Festung von Palmarigi war in der Vergangenheit ein wichtiger Schutz und Überwachungswall nicht nur des Ortsteils Casale San Nicola, des alten Palmarigi, sondern des gesamten Gebiets Otranto. Die Festung geht aufs 15. Jahrhundert zurück und wurde auf Geist der Aragonier gebaut. Ursprünglich war sie quadratisch mit vier sehr soliden Schutztürmen, drei kreisförmigen und ein quadratisch. Heute bleiben leider nur zwei der kreisförmigen Türme übrig, die durch einen baufälligen Mauerrest miteinander verbunden sind. Einst war die Festung von einem Wassergraben umgeben, der nur durch eine Zugbrücke überschritten werden konnte, die Richtung Osten ausgerichtet war. Der Graben wurde im Jahr 1956 aufgeführt. 1485, nach dem tragischen Überfall Otrantos durch die Türken, wurde die Festung von Grund auf renoviert und vom militärischen Standpunkt aus verbessert. Gerade Alfons von Aragon beschäftigte sich an vorderster Front mit der Wiederstellung und der Stärkung der Verteidigungslinien der Festung von Palmarigi, die auf den Ruinen der kleinen Festung von San Nicola. Es gab dennoch eine zweite wesentliche Veränderung im Jahr 1724 durch Vernazza, als Teil der Wehrmauer und des Waffenplatzes für den Aufbau eines Adelspalazzos genutzt wurden, an dessen Stelle heute der Sitz des örtlichen Rathauses ist.